Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Ich bin heute wieder mit einem ganz besonderen Video für euch am Start. Und zwar haben wir schon super, super lange nicht mehr gemacht, dass ein Pack-Generator das Pack bestimmt, in dem der Sim ausgestattet sein soll. Wow, das klingt super spannend und super toll. Und ich habe mir drei fantastische Sims rausgesucht. Wir werden jetzt gleich auf die Webseite gehen und uns beraten lassen. Oder das, random bekommen, Freunde. Ich freue mich sehr. Ich hoffe nicht, dass es irgendwelche hässlichen Accessoire-Packs werden. Deshalb würde ich einfach sagen, wir starten das Video. Let's go! So, Friends, wir sind hier auf der James Turner Website. Und da gibt es ja den Die Sims 4 Random Pack Generator. Ich habe hier unten schon drei rausgesucht, denn ich habe zwei weibliche Sims und einen männlichen Sim mir rausgesucht. Und es sind alle Stuff-Packs, Game-Packs und großen Erweiterungspacks an. Und ich habe sehr, sehr große Angst. Und ich drücke jetzt einfach auf Generate und bin gespannt, was wir bekommen. Und vielleicht möchte ich mich danach ein bisschen aus dem Fenster stürzen. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Freunde, ich möchte wirklich heulen. My first pet stuff? Nee. Okay, ja, es wird bestimmt lustig. Ich glaube, da haben die überhaupt out... Oh mein Gott, Leute, okay, wir gehen rein ins Game. Auch hier dieses... Oh mein Gott, nee, City Living, okay, aber... Hey, ich habe so viel Spaß am Leben, wenn ich das schon wieder sehe. My first pet hatte safe. Safe nichts. Nichts hatten die. Absolut nichts, weil das war ein Scheiß-Pack. Sie haben doch was. Es ist trotzdem nicht schön. Guckt euch vorher an, sie so voll die Queen, voll die süße Maus und jetzt so. Oder halt so. Ja, Leute. Oh, was ist das hier? Ach du. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, ich liebe mein Leben, Leute. Ich lieb's. Freunde, wisst ihr was? Das sind alles Sims von euch, ne? Bloß ich hab, das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Wimpern gegeben, ne? Aber, dass ich jetzt die gute Sarah Davis hier so abstrafen muss mit mein erstes Haustier, Leute. Es gibt halt nur das und das als Kleidung. Und ich habe das Gefühl, es wird sich darauf, es wird darauf hinauslaufen, weil ich glaube, das ist einfach das Beste für dich mit dieser Frisur oder mit diesem Shirt. Wollen wir dich nicht sehen, Sarah Davis. Und deshalb bist du jetzt eine Ratte, ein Hamster? Was ist das überhaupt? I don't know. Gehen wir einfach zur nächsten Maus. Die CJ! CJ, du kleine süße Maus. Du hast ein Pack bekommen, was, glaube ich, ganz okay ist. Ja, Freunde, ich habe auf Sonnenterrassen-Accessoires gedrückt. Naja, ne? Also, frisurentechnisch ist das jetzt nicht das Schönste, muss ich sagen. Wenn, also, muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so besser wird oder mit Custom-Content-Augenbrauen, aber wahrscheinlich nicht. Ich finde, die Frisur sieht ganz, also sieht so, so schlimm aus. Die sieht einfach aus, als ob die nach hinten viel größer... Ach nee, Leute. Und auch an Outfits gab es mit diesen Packs, ja, gefühlt das, was sie gerade anhat, bloß ein bisschen anders. Als Hose gab es das. Wow. Oder wir haben halt das, das oder das. Und wahrscheinlich wird es auf dieses Kleid hinauslaufen, denn dieses Kleid ist ein bisschen süß, aber oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben, dass der Mann das beste Pack bekommen hat, Leute. Das ist wirklich auch mal eine Seltenheit. Schuhe kriegt sie keine. Naja, ist ja Sonnenterrassen. Auf der Terrasse ist bestimmt warm, kannst du bestimmt auch barfuß rumlaufen. So, kommen wir zum Alex Valentine. Den guten jungen Herrn. Oh mein Gott, Sonnenterrassen-Accessoires. Oh mein Gott, das ist aber auch eine Frisur, da sieht man ganz schön viel Stören. Also das ist mir ein bisschen, zu viel. Immerhin haben wir bei ihm zum allerersten Mal ein bisschen Auswahl. Also, I mean, wir haben jetzt nicht so viel, wo ich sage, wow, das ist wirklich schön. Das ist auch einfach nur ganz wild. Und diese Frisur ebenso und die auch. Also es wird wahrscheinlich nur die sein, hier die Müllbeutelfrisur, wo du ihn so nehmen kannst und rausschmeißen kannst. Ja, ich weiß nicht, hoottechnisch möchte ich, glaube ich, ihm einfach nichts geben. Accessoire-technisch, glaube ich, machen wir auch nicht irgendwie so viel. Aber, Klamottenfreunde, haben wir ein bisschen was für den Mann.
Und wir haben wahrscheinlich auch ein paar wilde... Oh mein Gott, what is that? Ja, er ist einfach hier. Ist das... Oha, wow. Wow, das ist alles echt ein bisschen wild. Oder wir geben ihm einfach auch sowas und sagen, hey, wir machen heute die Tier-Edition. Ich möchte wirklich ein bisschen weinen. Das sind ja wilde Outfits. Ich habe die mir noch nie richtig angeschaut. Fällt mir gerade mal so auf, ne? Also sind aber auch ein paar Schätze dabei. Ja, das sieht super schön basic aus. Warum benutze ich das nicht? Das sieht einfach aus, als ob er gleich auf seinem fliegenden Teppich davonfliegen möchte. Das ist irgendwie mega cool. Vor allem in diesem Hellblau. Ich fand dieses Hellblau voll schön. Ist aber auch ein bisschen wild mit dem Blumenmuster, ne? Also muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, aber den gibt es auch in ganz weiß oder in so grau. Schön. Schön, Leute. Das ist auch alles, das ist ein bisschen wild und der ist tatsächlich auch ein bisschen schön mit diesem Ding hier drauf. Aber naja, wir gucken mal, ob wir hier was finden. Wir sehen hier doch schon ein super cooles, lässiges Hemd. Hä, das ist mega. Das habe ich bestimmt schon mal benutzt, weil das finde ich nämlich echt schön. Sportler ist er, glaube ich, nicht. Er ist auch kein Banker. Er ist mit so einer Jacke wäre, glaube ich, auch was. Ja, die Jacke gibt mir auch ein bisschen Vibes, Leute. Die gibt mir echt ein bisschen Vibes. Was haben wir denn für Hosen? Haben wir coole Hosen oder haben wir nur so Bums? Haben wir noch die? Auch ganz wild. Ja, wahrscheinlich ist die, oder? Die gibt es ja auch in normalen Farben. Nein, die gibt es natürlich nur in hässlich. Ja, wahrscheinlich ist das hier so die normalste Hose, die wir finden können, ne? So eine schwarze Hose, weil so stoffhosenmäßig, oder, ne? Dann gucken wir mal, was wir hier oben haben, was wir so draufballern können, weil das ist alles wirklich, wirklich wild. I mean, das ist echt schön. Das ist echt schön, aber ist das uns zu basic? Was sind das für Shirts hier unten noch? Die sind ja süß. Einfach so, okay. Hä, warum habe ich die noch nicht gesehen? Was ist das hier? Ach, sind das von diesem Festival, die Shirts? Ist das so? Kann das... Das ist ja süß, Leute, aber das ist auch echt basic, ne? Aber was wollen wir denn machen? Was wollen wir denn machen? Ich würde euch gerne noch eine Zugabe geben mit einem richtigen Erweiterungspack. Und das mache ich vielleicht. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Ist das furchtbar, Leute. Wow. Naja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, sieht der Mann halt leider besser aus als die beiden Girls zusammen. Oh Mann, ich möchte wenigstens noch ein Girl, wo wir sagen, hey, die kriegt auf jeden Fall ein Erweiterungspack. Oh, ich wollte das Video nicht so lang machen, aber okay. Mag ich es halt, ne? Ich habe nur nicht mehr so viel Zeit, denn meine Pizza ist schon im Ofen und deshalb müssen wir uns echt beeilen. So, ich habe mich für die Maus hier entschieden von der guten Dani und die werden wir direkt mal mit reinballern. Das hat sich sehr falsch angehört, aber kein Problem. Wir werden sie auf jeden Fall gleich mal gucken, wie wir sie umgestalten können und ich bin sehr gespannt, was für ein Pack sie bekommt. Was sie jetzt gleich erstmal von mir bekommt, während wir das Pack raussuchen, sind Eyelashes und eine andere Augenfarbe, denn so geht das hier nicht. So, Freunde, ich habe jetzt alles ausgeschalten, was hier Gamepack oder Stuffpack ist. Und wir werden jetzt einfach nochmal uns anschauen, was die gute, ich habe ihren Namen tatsächlich gar nicht im Kopf, was die kleine Maus von gerade eben bekommt. Cats and Dogs. Ich hätte mich über irgendwas Schönes gefreut, aber Cats and Dogs, vielleicht gibt es da ja auch was Cooles. Ich glaube das tatsächlich nicht. Wow, was ein Reinfall heute. Wow. So, Freunde, die gute hat jetzt endlich Custom-Content, Augenfarben und Lashes drauf. Und deshalb schauen wir mal, was wir für Frisuren haben. Und ich dachte tatsächlich, es gibt Schlimmeres, aber ist ja ganz süß eigentlich, oder? Also, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Auswahl. I mean, ich habe nämlich eher an das die ganze Zeit gedacht, aber das ist nicht nur... das sieht nicht nur so aus. Diese Haare habe ich noch nie in meinem Leben benutzt und ich finde die echt wild. Die sind echt schön. Die sind auch schön. Und der Rest ist mir ein bisschen zu wild. Also mit diesem Schleifenbums hier im Haar. Also, nee, I mean, mir gefällt das persönlich nicht. Auch was ist das? Was ist das? Das ist doch auch aus wie ausgekackt, ey. Ich fand die ganz süß. So ein bisschen locken, ein bisschen süß. Sieht halt aus wie eine Perücke. Also sieht super fake aus an dir. Aber... kein Problem. Ja, Oberteile, ne? Oh mein Gott, ja, genau an das habe ich nämlich gedacht. Das ist schön. Um ehrlich zu sein, ist das echt süß. Das ist wirklich süß. Zwar ist dieser Wolf oder Hund darauf echt nicht schön, aber es gibt es auch ohne Wolf oder Hund. Hä, finde ich echt voll süß. Merken wir uns mal, Freunde, merken wir uns mal. Das ist nicht so schön, das ist alles nicht so meins. So ein bisschen kuschelig. Der Katzenpullover, ja. Ja. Haben wir denn coole Hosen? Oh, das sieht aber nicht so unbedingt so cool aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, okay, Kombination? Jawohl, die Muttern, hier steht's halt sogar, das ist so frech. Das ist auch schön, also an ihr sieht's schön aus, ein schönes Kleid. Das ist auch okay, das ist nicht so meins.
Das ist tatsächlich ganz cute. Also das wäre sogar eine Option. Das wäre auch an sich eine Option, weil es sieht echt nicht hässlich aus. Das ist auch okay und das ist halt Tierärzte, ne? Aber ich finde, ich möchte gerne das hier benutzen. Ich möchte gerne das wirklich benutzen, weil ich finde das echt schön. Aber mit was für einer Hose? Weil, Leute, maximal die. Ein Rock wäre wild dazu. Ein Rock wäre, oh mein Gott, das wäre noch wilder. Und die Hose ist absolut verrückt. Also maximal können wir die Hose ihr dazu geben. Und an Schuhen haben wir ja auch nur hässlichen. Bo Oh mein Gott, Katzenschuhe. Wow, Sims, wow. Und die Schuhe dazu, es ist halt einfach, es ist wild. Und ich weiß nicht, ob es dann nicht vielleicht doch die Katzenschuhe werden. Oh mein Gott. Ich bin mir absolut unsicher. Wahrscheinlich werden es die Katzenschuhe, Leute. Oh mein Gott. Können wir bitte noch irgendein Katzenaccessoire um ihren Hals ballern? Denn irgendwas braucht sie noch. Hier, Freunde, eine Katzenkette. Sieht sehr wild aus, aber ja. Eine Katzenkette. Das, oh mein Gott, ist das hässlich. Das ist das wahrscheinlich, wofür sie lebt, wofür sie geträumt hat, wovon sie geträumt hat. Ja, wir sind von so zu so. Naja, zu so. Also, den muss ich sagen, immer noch mit am lässigsten, am chilligsten. Zu ihr. Also, ihr Outfit finde ich eigentlich auch ganz cute, muss ich sagen. Finde sie, sieht eigentlich ganz süß aus. Aber die ersten beiden, was hat uns dieser Generator da gegeben? Es war furchtbar. Furchtbar, Leute. Wow. Ja, und weil es so furchtbar war, Leute, müssen wir uns jetzt erstmal alle beruhigen. Und das machen wir, indem das Video vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Ja, bis dahin, haut rein. Lasst gerne positive Bewertung da, abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.